Schönen guten Abend. Und sicherlich immer leichter, als Sieger lobende Worte zu finden. Trotzdem möchte ich das vorwegschicken. Ich habe das Gudjon auch schon vor dem Spiel gesagt. Es ist erstmal richtig schön zu sehen, eine fantastische Entwicklung, was der VfL hier in den letzten Jahren gemacht hat unter seiner Leitung. Vor allen Dingen mit welcher Emotionalität und mit welcher jungen Mannschaft hier Zeit gegeben wird und einen attraktiven Handball gespielt wird. Tabelle lügt nicht, sagt man häufig. Deswegen waren das wirklich zwei Mannschaften, die sich diese Tabellenplatzierung auch bis dahin verdient hatten. Wir haben heute über weite Strecken ein perfektes Spiel gemacht, sehr diszipliniert, vor allen Dingen in der Abwehr unsere Aufgaben abgearbeitet, gerade gegen Julian Köster oder auch Dominik Mappes haben wir viele gute Lösungen gefunden und hatten nach einer starken Anfangsphase, vor allen Dingen eine starke Phase vor der Pause, wo wir uns über technische Fehler, die wir provozieren beim VfL, absetzen können mit leichten Toren. Es ist nicht leicht, wenn man hoch führt und ich dachte schon, Mensch, nach der Pause, es läuft alles so doch in unsere Karten, sehr gut reingekommen nach der Pause, aber Pustekuchen, es wurde dann wie in Hamm unglaublich spannend, in meinen Augen unnötig spannend, aber das ist mit 7. Feldspieler, mit ein bisschen Halbgas, wie wir dann spielen, dann leckt natürlich Gummersbach Blut und ist viel aggressiver, die Halle kommt. Und das ist schön, dass wir das heute bestanden haben mit 2-3 Einzelaktionen, um uns dann wieder auf 3-4-5 Tore abzusetzen. Deswegen denke ich trotzdem, dass es ein verdienter Erfolg war heute. Und dafür möchte ich meiner Mannschaft gratulieren und dem VfL alles Gute wünschen. Ja, guten Abend. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg, Christian. Und danke für die nette Wörter. Und es bleibt eigentlich nur übrig zu sagen, danke für die Lehrstunde. Die erste 35, 36 Minuten, muss man sagen, war Hannover einfach deutlich. Die waren deutlich besser als wir heute. Haben auch in der Höhe auch verdient gewonnen. Es wird schwer bei uns. Natürlich, wir suchen die Fehler bei uns selbst. Auch mit aller Respekt vor Hannover. Mit 21 Fehlwürfen und 17 technischen Fehlern. Da gehört man einfach nicht in die erste Liga, wenn ich ganz ehrlich bin. Und das tut mir leid, einfach das sagen zu müssen. Aber Hannover hat super gedeckt. Die haben einen überragenden Torhüter gehabt. Es waren 10 Minuten in dieses Spiel, wo wir richtig gut waren. Und da kommen wir von 9 Tore hinter auf 2 Tore. Wir haben insgesamt, glaube ich, 3 Chancen auf ein Tor zu kürzen. Wer weiß, was dann passiert wäre. Aber insgesamt waren wir weit weg von unserem Niveau heute, was sicherlich auch an Hannover liegt. Aber nichtsdestotrotz, die Jungs haben gekämpft, wir haben gefightet, aber wir haben einfach gegen eine bessere Mannschaft heute gespielt. Und deswegen hat Hannover verdient gewonnen. Und nochmal Glückwunsch an die für die verdiente 2 Punkte. Und am Ende in dieser Höhe auch verdient, obwohl das wehtut, das zu sagen. Wir haben ja nicht lange Zeit, jetzt sauer zu sein oder enttäuscht. Wir haben wir haben wichtige Spiele wieder am Sonntag und dann am Mittwoch wieder so. Die Enttäuschung ist ziemlich groß jetzt bei uns, aber wir werden uns wieder fangen. Und Dankeschön, schönen Abend.